Aha, bei Battlefield 4 sind jetzt also menschliche Schutzschilde möglich. Und damit herzlich willkommen zum großen Battlefield 4 Update. Die CTE hat endlich etwas hervorgebracht und das Ergebnis, das sehen wir uns jetzt mal an. Das erste, was uns auffällt, ist, dass wir rechts unten, bevor die Runde startet, haben wir einen Bereitknopf. Da müssen mehrere Leute drauf gedrückt haben, bevor die Runde startet, damit nicht Leute, die zum Beispiel eine SSD haben, ziemlich schnell dann vorrennen und oder vorfahren und schon mal Flaggen einnehmen, während andere noch am Laden sind. Wenn wir in die Optionen wechseln, dann merken wir schon, das hat sich einiges getan. Wir haben ziemlich viele neue Schaltflächen und Einstellungsmöglichkeiten. Die Hochfrequenz-Netzwerkaktualisierung kann man jetzt nur noch ein- und ausschalten. Die gab es zwar schon vorher, da konnte man dann zwischen verschiedenen Stufen wählen, aber da gibt es jetzt nur noch die Möglichkeit, ein- oder auszuschalten. Außerdem haben sie was gegen die Hypinger unternommen. Seither war es so, dass Hypinger bevorzugt worden vom Spiel, da das Spiel bei hohen Pings eben die Updates machen muss und durch die hohen Pings kam es dann zu Verzögerungen, was dann zum Beispiel auch in den One-Frame-Deaths und so weiter geändert hat. Dazu wurden auch sämtliche Waffenstarts überarbeitet, die Waffen haben alle kleine Änderungen bekommen, vor allem beim Schaden. Das heißt, so ziemlich alle Waffen haben einen geringeren Schaden, um eine Kugel mehr zu benötigen, um einen Gegner zu töten, vor allem auf nahe Distanz, da es ja Waffen gibt, die mit 3 Schuss töten. Das kommt dann oft so vor, als wird man nur einen Treffer abbekommen und wäre in einem Frame tot. Der Netcode, der wurde auch massiv überarbeitet. Da haben sie mehrere Updates gemacht in der CTE und jetzt haben wir eine finale Version. Mal sehen, was sie bringt. Ich habe noch nicht so viel gespielt. Ich habe jetzt eigentlich nur ein bisschen aufgenommen, um die neuen Features zu zeigen. Aber wie sich's dann spielt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das werde ich dann in der Zukunft dann vielleicht noch herausfinden, ob es dann wirklich auch viel besser läuft. Was den visuellen Feedback angeht, haben wir auch jede Menge Neuerungen in den Einstellungen. Da können wir zum Beispiel die Minimap ändern, in der Größe, in der Anzeige, wie die Symbole aussehen, wie groß die Symbole sind, oder auch auf unserem HUD, wie wir unsere Teamkameraden sehen, wie gut die Symbole sichtbar sind, wie groß sie sind, und natürlich auch bei den Feinden, wie groß und wie gut sichtbar die einzelnen Anzeigen jeweils sind. Was einem noch auffällt, ist, dass manche Leute jetzt so ein kleines Schild unterm Namen haben. Das heißt, dass die das Defensive Perk ausgerüstet haben. Das dient uns nur als kleines Feedback, dass wir wissen, okay, dieser Typ, der hält ein bisschen mehr aus. Der Defibrillator wurde auch überarbeitet. Wir haben einen kleinen Timer, der um das Wiederbelebungszeichen abläuft. Außerdem haben wir einen Piep, der uns sagt, dass unser Defibrillator vollständig aufgeladen ist. Bei den Flugzeugen haben sich auch ein paar Sachen geändert. Wir haben zum ersten ein Fadenkreuz in der Third-Person-Sicht. Dieses Gel, was oben am Himmel ist, also wenn man nach oben fliegt, dann bleibt man manchmal in so einem Art Gelee oder so einer ähnlichen Masse hängen und kann dann immer wegfliegen. Diese Masse ist jetzt anscheinend auch weg. Und die Bewegungen wurden auch leicht überarbeitet, ein paar andere kleine Bugs wurden beseitigt. Was Granaten angeht, können wir bei den Minis jetzt nur noch 2 Stück nehmen und bei der RGO Impact können wir nur eine mitnehmen. Außerdem wurden die der Radius wurde ein wenig verringert, indem sie Schaden machen. Der Schaden ist immer noch gleich. Die Mini macht 58 Schaden und die RGO Impact macht 80 Schaden auf nahe Distanz, aber bei weiteren Distanzen machen sie jetzt viel weniger Schaden. Außerdem dauert es jetzt länger, Granaten wieder aus Munitionskisten zu bekommen, auch um Granatenspam zu verringern. Das gilt für alle Granaten. Flashbangs haben sich auch ein bisschen geändert, die sollen jetzt länger flashen, die sollen ein bisschen stärker geworden sein. Das konnten wir aber irgendwie nicht feststellen, als wir es getestet haben, wir wurden so gut wie gar nicht geblendet. Aber er soll dafür sorgen, dass der HUD ein bisschen verringert wird, also dass man diese roten Doritos nicht mehr sieht. Die Visiere wurden auch alle komplett überarbeitet, die Rotpunktvisiere sieht man jetzt besser gegen Licht, sie bewegen sich anders, sie verhalten sich realistischer. Der visuelle Rückstoß wurde auch umgeändert. Man sieht, dass wenn ich mich bewege, dass dann der Rotpunkt immer in der Mitte des Bildes bleibt und sich ganz anders verhält als vorher. Vorher war der Rotpunkt richtig im Visier eingearbeitet sozusagen und jetzt bewegt er sich ganz anders. Auch wenn man schießt, sieht man, dass er sich ganz anders verhält als vorher. Die Hitmarker wurden auch überarbeitet, die sehen jetzt auch ein bisschen anders aus, ein bisschen netter finde ich, also mir gefallen sie auf jeden Fall besser und in Verbindung mit den neuen Visieren sieht das auch alles viel besser aus und ich fühle mich dabei auch ein bisschen anders beim Schießen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es fühlt sich ganz anders an. Man kriegt ein ganz anderes Feedback als vorher. Und die Unterdrückung hat sich ebenfalls ein bisschen geändert. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus und
hat einen geringeren Effekt auf unsere Waffen selbst, sondern nur auf unsere Sicht. Und sie haben es endlich geschafft, diesen scheiß Trigger Delay bei den Revolvern zu entfernen. Das fühlt sich so viel besser an beim Schießen jetzt. Man hat ein viel besseres Feedback. Einfach super jetzt. Was sich bei den Waffen noch verändert hat, ist der seitliche Rückstoß. Der wurde verringert und ein paar Attachments haben sich auch geändert. Die Charakterbewegungen wurden auch überarbeitet. Sie sind jetzt einfach ein bisschen schneller, ein bisschen beweglicher, die Charakter. Es sieht zwar noch gleich aus, also sie haben noch die Animation von Battlefield 4 drin, aber es ist jetzt die gleiche Bewegung wie bei Battlefield 3. Die Kollisionen wurden auch verringert, also wenn man neben einem Kameraden rennt zum Beispiel, hat man immer so komische Kollisionen, diese wurden jetzt auch verbessert. Die Fahrzeugbewegungen wurden auch ein bisschen überarbeitet, so fühle ich mich zumindest. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, habe ich jetzt nicht direkt was gelesen drüber, aber es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen anders an beim Fahren. Außerdem wurden auch die Schritte der Soldaten ein bisschen lauter gemacht, dass man diese besser hört, wenn sich einer von hinten zum Beispiel anschleichen will, hat man jetzt ein besseres Feedback, dass ein Gegner von hinten kommt. Wie auch der visuelle Rückstoß hat sich das Wackeln bei Explosionen stark verringert. Man merkt es, wenn man neben Explosionen steht, wackelt es nicht mehr so arg, das kann ziemlich nervig sein auf Dauer. Headglitching kotzt alle an, deshalb haben sie da auch was unternommen. Die haben jetzt bei den Charakteranimationen ein bisschen was umgeändert. Wenn sie getroffen werden, dann zucken die Charakter nämlich so arg zusammen. Also wenn einer zum Beispiel hinter einer Kiste steht, wo nur der Kopf rüber guckt, dann kann man den nicht wirklich gut treffen, wenn man ihn trifft am Kopf. Dann zuckt sein Charakter weg und er ist hinter der Deckung, aber er kann immer noch gut auf dich schießen. Und das haben sie jetzt auch ziemlich verringert, dass so ein Scheiß nicht mehr vorkommt. Die AC-130, die kann man jetzt nur noch alle 60 Sekunden holen. Die ist vorher schon ziemlich nervig, aber wenn man dann auf dem Server ist, wo Fahrzeuge direkt spawnen immer wieder, da ist die AC-130 dann ständig da und das geht einem ziemlich auf den Sack. Die Slam hat sich auch ein bisschen verändert, die macht ein klein wenig weniger Schaden jetzt. Man kann mit 3 Slams kein Fahrzeug mehr ganz zerstören. Das kann auch ein bisschen nervig sein mit der Slam, die kann man so gut verstecken und dann ist es eben ziemlich nervig, wenn man mit dem Panzer irgendwo hinfährt und dann auf einmal kaboom und der Panzer ist kaputt. Zudem hat DICE alle Maps überarbeitet, es gab ziemlich viele Stellen mit unsichtbaren Wänden, das habe ich selber sehr oft erleben müssen. Da will man einen Gegner erschießen, mal eine schöne Deckung und dann bleiben die Kugeln immer direkt vor einem hängen, das geht dann ziemlich auf den Sack. Und das weiß DICE auch und deshalb haben sie jetzt alle Maps überarbeitet und tausende unsichtbare Wände entfernt. Es gibt auch einen neuen Spielmodus, der heißt Battlefield Classics. Da sind ein paar Sachen anders, zum Beispiel Auto-Repair oder Selbstheilung und lauter solche Sachen sind da eben ein bisschen mehr wie im Hardcore-Modus, sag ich mal. Der Spielmodus Rush wurde auch überarbeitet. Man kann jetzt zum Beispiel nicht mehr mit dem Hubschrauber auf irgendwelche Dächer fliegen. Die M-Coms wurden so ziemlich alle umgestellt und man kann anscheinend auch nicht mehr auf die Dächer hocken, damit die Angreifer nicht ständig auf den Dächern hocken und mit dem Fallschirm dann von oben runterkommen. Ebenso hat sich bei Obliteration ein bisschen was geändert. Das Bombenzeichen, das ist jetzt nicht mehr dauerhaft sichtbar, sondern nur noch alle paar Sekunden. Das waren jetzt nur ein paar Neuerungen im Spiel. Es gibt ziemlich viele, wer alle Patchnotes durchlesen will, ich habe einen Link in der Beschreibung. Da könnt ihr euch nochmal alles durchlesen, wenn ihr wollt. Das ist aber ziemlich viel. Das waren ja, weiß Gott wie viel Patches bei der in der CTE, die sie da rausgehauen haben. Die haben sie jetzt alle ins Vanilla Game reingepackt und die dürft ihr euch gerne auch alle durchlesen. Ein paar komische Sachen habe ich jetzt aber doch wieder erlebt, gestern in der Stunde oder in den zwei, wo ich gespielt habe. Ein paar seltsame Situationen wie diese hier. Wenn man genau hinguckt, dann sollte diese Kugel eigentlich direkt in sein Gesicht gehen und er müsste theoretisch tot sein. Es sei denn, die Kugel ist einen Zentimeter vor seinem Kopf abgesackt und hat ihn dann nur noch in die Brust getroffen. Ebenso diese Situation hier sieht auch ein bisschen komisch aus, finde ich. Also aus meiner Sicht war ich schon in Deckung. Ich weiß nicht, wie es bei dem Gegner von der Sicht aus war. Es könnte sein, dass er durch diesen kleinen Ritz da durchgeschossen hat. Unter diesen Bomber durch, also das müsste ein ziemlich schwerer Schuss gewesen sein und ja, von mir aus sieht so aus, als würde er meine Hitboxen treffen, also ich denke, ich war da schon in Deckung, das ist schon ein bisschen komisch gewesen. Das sind zwar keine Extremsituationen, sind zwar ziemlich nervig, aber sowas lasse ich Battlefield noch durchgehen. Es könnte auch daran liegen, dass ich aufgenommen habe, weil dann ruckelt mein Spiel ziemlich und ich treffe nicht mehr so gut und ich fühle mich auch ein bisschen wie eine Zielscheibe, wird immer viel besser getroffen, also es kann auch von meiner Aufnahme kommen. Ich fand es trotzdem ein bisschen komisch. Das war's dann auch schon für dieses Video. Das waren jetzt die wichtigsten Patchnotes für das neue Battlefield. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao!
Location.